Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Roleplay-Projekt, und zwar Conan Exiles heißt das Spiel, und wir befinden uns auf den Conan-Platz-Server von Bonjiva. Und ja, dieselben quasi Leute, die auch auf dem Rust-Server waren, beim Rust-Platz. Nicht alle, aber viele bekannte Gesichter. Jetzt wird's gerade dunkel. Ihr werdet euch jetzt wundern, wieso habe ich schon alles, wieso bin ich equipped? Wir spielen natürlich jetzt schon ein bisschen und haben uns ausgerüstet. Also das bin ich hier, das ist mein Schamane. Ich spiele nicht mehr den Opa wie beim Rustplatz, sondern ich spiele einen Schaman und spreche normalerweise mit dieser Stimme, wenn ich auf Leute treffe, weil ich bin ja immerhin ein mächtiger, verzauberter Schamane. Und genau, wir sind jetzt umgezogen. Mach mal wieder die Stimme normal. Wir sind umgezogen von dem Dschungel. Und zwar, hier haben wir gestartet. Erstmal ein bisschen hochgelevelt. Und sind jetzt quasi in die Mitte gezogen. Hier in der Mitte wird es ein großes Dorf geben. Beziehungsweise gibt es teilweise schon, mit einer riesen Taverne. Mehreren Clans, auf die man treffen kann, mit denen man Roleplay macht. Und wir bauen jetzt quasi hier neu. Beziehungsweise hier in dem Gebiet. Mein Schamanenhaus wird hier stehen. Der Bam Bam, a.k.a. Kleinstadt-Streamer, a.k.a. Texas Tony. Den kennen vielleicht einige von euch aus Rust. Der baut hier hinten. Die anderen sind zum Beispiel Niraus, die Belle, Nirvien und der Eddie. Kugelmagnet Eddie. Mein Enkel quasi von Rust. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und ja, wir bauen uns jetzt, wie gesagt, lassen uns jetzt hier nieder. Und ich baue jetzt erstmal, damit fange ich jetzt an, meine Schamanenhütte. Für die Leute, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, man soll so wenig Foundations wie möglich benutzen. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Also ich finde das halt nämlich ziemlich cool. Ich zeige euch mal, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar, wenn man hier hochkommt, quasi, ich mache hier dann noch Zaun hin, damit man schön geleitet wird zu meiner Schamanenhütte. Und wenn man hier hinkommt, dass man hier dann schön meine Hütte sieht, meine Schamanenhütte. Ich überlege gerade, ob ich sie dann, weil wir wollen da hinten noch Gebäude hinstellen, ob ich sie hier so ein bisschen an die Seite stelle. Ich glaube, ich stelle sie hier so ein bisschen an die Seite. Dass, wenn man hier kommt, von hier, hier wird ja so der Eingang sein. Habe ich eigentlich die Standfackel mitgenommen? Ja, habe ich. Quasi, wenn man von hier kommt, dass man hier so die Hütte sieht. Ich wollte sie eigentlich direkt in die Mitte stellen, wo die Foundation steht. Aber da wir dahinter, wie gesagt, noch ein Gebäude bauen, überlege ich jetzt, die ein bisschen weiter hier rechts hinzustellen. Ich glaube, ich mache die weiter hier rechts hin. Da ist auch nicht so viel Grünzeug, was da durchranken könnte. Das finde ich ganz gut. Dann nehmen wir die hier mal weg. Ein bisschen Holz dürfte ich noch haben. Und machen uns eine dreieckige Foundation. Na, okay, ich brauche erstmal Holz. Dann looten wir erstmal, was das Zeug hält. Gehört leider zum Spiel dazu. Wie gesagt, ist ein Roleplay-Projekt, aber bietet auch viel PvE-Content. Es gibt hier viele Dungeons, in die man quasi gehen kann. Das Ganze immer auf Twitch live zu sehen. Also wer Bock hat, kann gerne mal vorbeischauen. www.twitch.tv/quizplay. Ich werde öfter mal die Stimmen wechseln quasi. Also einmal jetzt normal mit den Leuten reden im Chat. Oh, haben die mich gesehen? Ne. Und einmal halt als Schamane. Wisst ihr was? Die brauchen wir eh nicht mehr. Die können wir erstmal stellen und dann abreißen. Haben wir ein bisschen Ressourcen. So. Zack. Herstellen. Wie viel Holz habe ich noch? Oh, nur noch 22. Also Holz muss ich auch noch holen. Aber dann können wir schon mal 5 Stück. Ja, passt ja. So, wir sind ein bisschen überladen, aber hier vorne haben wir auch Holz. Ich habe ja noch lauter Stuff in der Tasche von der Reise. Wir sind gerade mit allem Mann und allen Tieren quasi jetzt hier hingeritten. Über die halbe Map. Jetzt aktuell mache ich noch Alleinunterhalter. In der ersten Stunde, denke ich mal. Weil ich will mein Haus hier einfach fertig kriegen. Es können eh nicht alle am Gemeinschaftshaus arbeiten und deswegen mache ich gerade mein Ding. Bevor ich dann dumm daneben stehe. So, wir brauchen das noch. Eine, dann haben wir 6. Dann brauchen wir 12 davon. Und jetzt habe ich, glaube ich, kein Holz mehr. Oh, da kommt jemand. Ich habe gerade, glaube ich, verpasst, was jetzt abgeht. Ich war kurz nicht da. Also wenn du möchtest, dann kannst du die zweite Hütte bauen. Also ich baue jetzt mein Tipi, damit ich keinen Weg rumstehe und damit ich auch meine ganzen Schamanensachen wegpacken kann. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich kann dir das kurz zeigen. Ich bin nur überladen. Moment.
Ich wollte die eigentlich genau in die Mitte stellen, weil es cooler aussieht, wenn man vorne hochkommt. Aber da wir jetzt hier hinter noch ein Haus bauen, packe ich die weiter an den Rand. Und zwar, mein Plan ist es jetzt, Moment. Also von hier kommt man ja, quasi rechts neben der Fackel. Und ich würde es jetzt nicht direkt ins Grüne stellen, sondern einfach hier rechts an den Rand. Ich setze mal die Foundation. Gucken, dass der Grünzeug hier nicht durchkommt. Eingang muss ich gucken, und zwar eher so. Was ist das von der Größe? Ich glaube ja. Dass wenn man, dass man links quasi noch gemütlich vorbeilaufen kann. Ja. Und dann da hinten noch ein Gebäude. Das da hinten, das würde ich dir einfach überlassen, wenn du möchtest. Das wäre dann so unser Gemeinschaftshaus und wo wir vielleicht die Werkbank reinstellen, die Alchemie und die Betten. Jetzt, dass es gleichzeitig gut ausschaut, würde ich einfach zwei solche Typis dann einfach hinstellen, oder? Ach so, das können wir auch machen. Ich weiß aber nicht, wie ich das baue. Ja. Wenn das vom Platz ausreicht. Das reicht auf jeden Fall. Ja, stimmt, zwei können wir auch machen. Das wäre auch nice. Genau, dann links und rechts halt eins und dann die Jockruge in der Mitte bei der Ruine und dann haben wir sie eigentlich schon wieder. Vielleicht einen Brunnen oder so. Das stimmt. Aber das. Wenn du dann Lust hast und hast du Werkzeuge? Was brauche ich denn? Axt und Spitzhacke. Ach so, ja, ich dachte zum Hausbau. Ja, das habe ich da. Also Stein dann, und Holz brauchst du, oder? Ja, genau. Okay, mache ich. Das wäre super. Dann baue ich schnell. Ah, cool, wenn wir jetzt zwei machen, kann ich weiter in die Mitte gehen. Mach ich das nämlich hier hin? Bisschen höher. Geht halt darum, dass die Pflanzen da nicht durchgucken, aber ich glaube, so ist ganz gut, selbst so noch. Ja, die Höhe. Gucken, Eingang. So. Okay, also das Haus habe ich jetzt schon irgendwie gefühlt 20 Mal gebaut. Das dürfte relativ fix gehen. So. Mal schnell von der... Geht bis hier hin dann. Ist das zu weit? Ah, warte mal. Eine Kiste. Ah, eine große Kiste haben die anderen. Bin halt so überladen. Kann ich noch Säulen? Ich mach mal wieder normal. Steine fehlen mir. Steine. Schade. Aber dann würde ich erstmal die Kiste in die Mitte packen. Weil. Ah, ich hol die Viecher gleich mal. Scheiß drauf. Die kann man ja wieder aufheben. Vielleicht bin ich dann. Wie viel bin ich denn überladen? 72 von 61. Okay, das kriegen wir doch vielleicht in 5. Dürfte nicht so schnell despawnen, glaube ich. Das schöne Holz. Ich hole gleich mal die Tiere rüber. Aber geil, zwei Tippis war ein geiler Vorschlag. Ich wollte sie jetzt nicht aufzwingen, aber. Das war einmal Guppi. Haben sie den schon leer geräumt? Nein! Na egal. Igor, ich weiß gar nicht, wo Igor ist. Da ist Igor. Und wenn das dann nicht reicht hier unten, dann können wir zu. Achso. Muss nicht. Jemand da? Hallo? Ah, da. Wir sind hier hinten beim Pferd. Habt ihr irgendwo eine Kiste für mich? Ich weiß nicht, irgendwo. Neben Bams Tür sind 90 Kisten. Jo, danke. Neben Bambams. Hier nicht. Neben Bambams Tür. Drin vielleicht? Nee. Ah. Ich nehme mal drei mit. Oha, die wiegen. Gut, ich kann aufs Pferd steigen. Folgen mir die da? Achso, ich kann nur zwei mitnehmen.
Ja. Machen wir. Voll langsam. Hast du gleich Stein oder so? Ich habe nämlich ein bisschen was oder Holz. Ja. Ich kann es dir, glaube ich, ins Pferd packen, oder? Ich habe eine Kiste geholt. Warte. Achso, ja, dann komme ich gleich. Ja, kannst du das Pferd und Igor vielleicht mitnehmen? Ja, das wollte ich gerade tatsächlich tun. Perfekt. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, Leute. Ich glaube, das passt ganz gut mit der Nivi. Und Nivien heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, das spricht man so aus. Wir haben denselben Gott nämlich. Dann brauchen wir nicht alles doppelt bauen. Und im Endeffekt hausen wir ja auch nur zusammen. Ja, aber das wird nice. Da mein Tippi. Ah, ich würde es vielleicht noch ein Stückchen drehen. Ich stell mal das Pferd genau hier hin, damit ich weiß, in welche Richtung. Nicht folgen. Und du auch nicht mehr. Die schweren Sachen packe ich mal ins Pferd jetzt. Ah, scheiße. Damit ich nicht so überladen bin. Ach, scheiße, das ist auch noch voll. Ja, okay, scheiß drauf, pass auf. Folgt das noch? Nicht mehr folgen. Das ist das Gute, dass man die wieder aufheben kann. Halt, das sollte ich noch nicht abreißen, dann kann ich die nämlich nicht aufheben. Aber da bin ich halt penibel, der Eingang soll schon... Der Eingang ist wichtig. Wenn der nicht den richtigen Winkel hat, dann ist Kacke. Da bin ich ein bisschen komisch, aber... Soll ja auch geil aussehen. Kommen da schön überall Totenköpfe und so hin, weil muss ja Schamane und so. So, und jetzt nehmen wir mal die 6 nochmal. Und dann zum Pferd habe ich gesagt... Soll die, aber das wird nice, glaube ich. Ja, die Höhe. Ja, so. So. Dann bauen wir mal ein bisschen hier. Hopp, hopp, hopp. So, ich brauche definitiv... Achso, sie hat ja jetzt die... Aber dann kann ich jetzt hier die Kisten schon mal hinstellen und dann haben wir quasi, dann würde ich nämlich sagen, packe ich hier erstmal den ganzen Stuff rein, der für den Pflanzen- und Zauberzeugs ist. Hier Möbel... Also ich hätte gesagt, hier in die Kiste erstmal nur Pflanzen und Zauberzeugs. Und hier irgendwie den Rest. Das ist vielleicht ein bisschen sortiert. Und dann in die Insel dann Materialien zum Bauen, oder? Ja, genau, können wir machen. Dann lege ich die dir einfach immer hier rein. Ja, das wäre super. Ich habe beim Bauen noch nicht. Dann muss das hier aber auch raus. Ja, habe ich vergessen, Netty. Habe ich vergessen. Die Stimme habe ich jetzt vergessen, aber ist egal. Ist egal. So, Materialien. Säulen, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Säulen brauchen wir 42 Stück. Holy shit. Erstmal 10 für die Mitte. Ja, es kommt dann, glaube ich, auch nicht so weit hier rüber. Ja, aber so ist der Winkel besser. Hätte noch ein Stückchen nach links gekonnt, aber... So, so.
Genau, man muss jetzt nämlich Säulen drunter packen. Weil wir sollen keine Foundations benutzen. Das hier ist ja eine Foundation und das hier sind Ceilings. Foundations werden wie ein Würfel von 6 Seiten berechnet. Eine Ceiling wird nur einmal berechnet. Das heißt, wenn alle hier in der Wüste übelst viele Foundations bauen, braucht der Server ewig, um zu berechnen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich alles richtig gemacht habe, haben wir jetzt hier überall von Dings drunter. Ja, perfekt. Was er hier noch? Ne, hier auch schon. Ja, das heißt, die kann ich jetzt wieder abreißen. Und noch, zack. Und schon habe ich für dieses Gebäude nicht eine Ceiling benutzt. Und bin vorbildlich. So, wir brauchen jetzt noch 4 abgezogen von 12, macht 8. Krass, wie schnell das alles aufgebraucht ist immer. Kann er so lange mal ausräumen hier. Ich habe halt gleich mein Magierzeugs alles mitgenommen beim Umzug. Ich habe sogar noch ein Tier. Vogel. Als Reserve. Goldmünzen auch ganz wichtig. Ich sag doch, Wirrwarr. Ach. So, hier wollten wir. Na, packen wir mal. Die Rüstung mit rein. Rüstung und Dingsbums-Gegenstände. Erstmal Weghäutungsmesser brauche ich nicht. Und hier dann jetzt. Ohne hier, ne? Ach, das war ein. Was ist das? War das ein Hase gerade? So, bauen wir weiter. Jetzt noch irgendwas, das kommt hier mit rein. Ich auch nochmal gleich was holen. Muss sie ja nicht die ganze Zeit alleine machen. Geben und nehmen! Meine Freunde der Sonne. Wir sind genug Steine. Es folgt mir. Was ist mein. Achso, ist die da unten? Das ist mein Vogel, das sehe ich doch. Ah, wir brauchen jetzt ein paar Ressourcen. Das Gute ist, ich level dadurch auch. Das. Also durchs Craften und durchs Ressourcen holen. Und man kann alles hier in das Pferd stopfen. Und schon wieg ich nicht mehr, sondern das Pferd. Und das Pferd hat unbegrenzt. Ah, das ist hier. Bell ist das hier, denselben Vogel wie ich. Durst und Hunger hat er, der Gute. Oh, das gereinigte Fleisch macht aber viel Dingsbums weg. Viel ist es satt. So einen Kriegselefanten will ich auch noch haben. Da sehe ich mich. Was ein bisschen nervt ist, gibt es hier nicht eine Taste, wo man gleich ins Inventar kommt? Ich habe Tanzen vorher noch gelernt. Bei Ark gab es wenigstens, wenn du F gedrückt hast, bist du gleich da reingekommen. Das jedes Mal hier gedrückt halten. So, was gibt's noch zum Server zu erzählen? Der läuft immer von Donnerstag bis Sonntag. Ist ein reiner Streamer-Server. Wie gesagt, mit denselben Leuten, die so Rust gespielt haben. Dieselben aktiven Leute auch. Die Leute, die noch Rust kennen, der Balui ist ab und zu drauf. Toro natürlich, Jen, Shepard, Beat, der immer gesagt hat, Opa, Rettle Bettle.
Ja, wen kennt ihr noch? Wer ist noch so Mainstream gewesen? Ja, Texas Tony, wie gesagt, mit dem spiel ich ja zusammen. Ja, gibt schon ein paar. Oder ist ein Asmon am Start? Das macht irgendwie einen Moonwalk. Jetzt haben wir erstmal das. Jetzt wäre noch ein bisschen Holz nicht schlecht. Ja, Holz ist hier in der Wüste halt schwierig. Denke ich. Na, wir gucken mal. Wie kriege ich eigentlich so viel Ranken? Guck mal das Nashorn an, Alter. Das macht hinten, geht hinten hoch. Ja, Patty natürlich auch, ja. Lost. Dizzy. Also die ganzen Schlotzens natürlich. So. Einschlagen will. So, aber Farm gehört halt wie gesagt beim Spiel dazu. Und aber es klappt schon, wenn viele, viele Hände, schnelles Ende, sage ich immer. So, hier haben wir doch schon mal, guck mal, wie gut wir hier Loot geholt haben. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel ich noch brauche. Das Pferd folgt noch. 2, 4 Stück. Vier Stück. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir die Dreiecke. Auch nochmal eine Menge. Ich lasse mal 10. Ah, 30 Stück nochmal. So. Aber ich mag diese Tippi-Bauart einfach. A, hat die nicht jeder. Und B, passt die halt perfekt zum Schamanen. Das ist nice. So, Säulen. Auch 30 Stück. So, wartet mal, ich will erstmal 17 Stück. Merkt euch mal 17. 17, da 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hat er jetzt aber nicht gemacht. Jetzt. Säulen brauche ich nämlich erst, um das hier anzustützen. Weil noch komme ich jetzt hier ran. Kann man auch sehr gut mit einem Reparaturhammer feststellen. Zwirn. Zwirn habe ich jetzt natürlich nicht. Moment. Dizzy hat aufgehört. Wieso das? Ja, das ist immer schade, wenn die dann so nach und nach aufhören. Finde ich mal ein bisschen. Dann sollen sich halt andere Leute aber auch nachholen, finde ich. Sonst ist das hier schnell tote Hose. So, jetzt dürfte überall was drunter sein. Kann man auch gleich, wie gesagt. Ah, da noch nicht. Ganz wichtig halt, dass du unter jedem hier eine Säule hast, damit die Stabilität gewährleistet ist. Sonst, wenn du oben ankommst am Dach, bricht es zusammen. Alles erlebt. Alles erlebt. So, aber das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, sie hat sogar schon wieder was reingepackt hier. Ne? Oh ja, guck mal. So, wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen warten, bis es gecraftet ist. Aber wird schon. Mulle, dankeschön für den geschenkten Sub an Netti. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Wie heißt Material, auf das wir gerade hinarbeiten? Ist das Greensland? Keine Ahnung, was er damit meint. So. Ja, ich muss halt kurz warten, bis die Säulen da unten fertig sind. Aber ich finde mein Outfit schon sehr schick. Das bin ich hier, Leute. Ich weiß noch nicht, ob ich das Gold so cool finde. Aber wiederum zeigt das, dass ich ein reicher Schamane bin. Ja, aber so finde ich das Outfit ganz nice eigentlich. Und ich finde, da passt halt dann auch die Stimme dazu. Ja. Ich bin alt.
reif und weise. Ich finde sie halt nicht übertrieben, aber ich finde, die passt zum Schamanen. Viele wollten halt den Opa wieder haben, aber Opa bleibt Rust. Opa bleibt Rust Exclusive. Rust Platz Exclusive. Sonst ist Opa nachher nichts Besonderes mehr. Das kann ich nicht verantworten. Schamanen-Opa. Ja, aber das passt nicht so zum Gesamtbild, finde ich. Opa ist ja schon so ein verrückter Kauz. So. Das Besondere an so einem Tipi ist halt, dass das schön rund ist. Und nicht so ein einfacher viereckiger Kasten. Ah, Mist. Enter Silence, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Followen. Weiß nicht, sieht es vielleicht ohne Helmdings besser aus? Wie meinst du, ohne Helmdings? Also das Gold ist oder so am Helm dran. Aber ich finde den Helm, der muss sein. Weil ohne Helm bin ich ja, habe ich eine Klatze einfach nur. Das sieht ja blöd aus. Wenn ich einfach so bin, finde ich nicht so cool. Das hier ist schon eher so schamanisch. Ja, da gebe ich dir recht. Kein Spaß daran. Achso, das ging darum, dass Dizzy aufgehört hat. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch welche von denen. Wie viel brauchen wir denn noch? Auf jeden Fall hier eine und dann 1, 2, 3, 4. Also 5 Stück insgesamt, glaube ich. Ich glaube ja. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall dann Strohdächer. Die da. Pro Äste. Oh, immer nur 3. Okay, das reicht dann auf jeden Fall. Ah, Pflanzenfasern. Pflanzenfasern. So, habe ich den Hammer jetzt eigentlich? Habe ich den Hammer nicht gecraftet? So, das heißt, hier haben wir fertig. So, die Säulen verteilen. Die Säulen verteilen. Bisschen schade, dass wir das immer oben drauf machen. Ja. Ah, da ist der Hammer. Mit dem Hammer kann man jetzt nämlich nach der Stabilität gucken. Dann siehst du genau, wo 80 ist, es fehlt eine Säule. Da zum Beispiel. Das ist halt, wie gesagt, wichtig, sonst baust du bis hoch und dann fällt dir das Dach zusammen. Das ist sehr ärgerlich. So, hier ist schon was beschädigt, ich weiß aber nicht warum. So, sonst haben wir überall 100. Oh ne, hier guckt eine Pflanze durch. Näh. Wo kommt die denn jetzt her? Ich habe das doch eigentlich so hochgesetzt, dass es nicht durchguckt. Egal. Teppich drüber, dann geht's schon. Ja. Hä, aber ich hab's extra, ich hab's gesehen, ich hab's extra so hochgesetzt. Das verstehe ich ja nicht. Ist abgesagt. Es ist abgesagt. So. Jetzt brauchen wir Pflanzenfasern. Das wäre ganz geil, wenn wir da mal die, Wir brauchen eh noch Zeug für, das zweite Tipi dann. Kann das mal hier rüberpacken. Frage ich mal nach der Sichel da drüben. Jetzt nur noch das Dach drauf und dann haben wir es schon fertig. Dann merkt man erstmal die Schrecke.
müssen. Also. Hallo. Hallo, Schamane. Du sag mal, ich bräuchte eine Sichel. Weißt du, das wird halt wieder ein viereckiger Klotz. Wer bist du denn? Das ist das Ding, ich bin der Schamane. Und wer sind Sie? Ich bin Ying. Hallo Ying, es ist mir eine Ehre. Wohnst du hier in der Nähe? Warum ist es... Ja, aber warum ist es dir eine Ehre? Weil ich jeden Menschen respektiere und freue, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Jetzt verwirr sie mich, Schamane. Warum freust du dich darüber? Weil Kontakte sehr wichtig sein können im Leben. Und wie definierst du Freude? Mit Glücksgefühlen. Und wie fühlst du dich dann dabei? Glücklich. Verstehe ich nicht so ganz. Sie hat das Konzept der Gefühle nicht so verstanden, Schamane. Das ist, wenn du es ihr erklären willst, ein bisschen ausführlicher erklären. Das mache ich, wenn sich die Zeit dafür bietet, gerne. Aktuell bin ich aber auf der Suche nach einer Sichel. Ich würde sagen, leih dir erstmal die von Eddie. Das ist eine Stahl. Edgar. Weißt du, wo er sich rumtreibt? Der müsste hier vorne gleich irgendwo sein, hinter uns. Ne, hinter dir. Richtung Osten. Okay, bis später. Aber wo denn? Na, da oben. So, Edgar. Guck mal, Haus hier, kannst du ja auch immer noch weiter ausbauen. Also das muss ja jetzt kein Palast werden. Da können wir ja immer noch erweitern. Aber so, dass ich meine, dass wir unser Zeug halt aufbauen können. Oder unsere, ja, unseren Ort halt einfach haben. Du machst das schon. Ich bin da voll, vertrau dir da voll und ganz. Was ist los? Edgar, ich bräuchte mal einmal bitte deine Sichel. Achso, jo. Aber da sollte er eh noch mal ein paar machen, vielleicht. Ja, aktuell steht die Werkbank noch nicht, deswegen sollte ich erstmal deine nehmen. Ich werde auch noch ein paar mehr Knüppel machen. Wenn wir das nächste Mal eine Purge haben mit solchen Leuten, dann hat jeder einen Knüppel dabei. Dann können wir die einfach mit 3-4 Mann umknüppeln. Okay. Aber ich glaube nicht, dass man dafür das gelernt haben muss. Was meinst du jetzt, das Fundament? Ich hole das da unten. Kein Metagaming da im Chat. Vom höchsten Punkt danke. Das wäre dann schon das hier, glaube ich, höher als das hier. Ist hier nichts. Schlecht einschätzen, aber. Also mit der Höhe bist du auf jeden Fall. So, sicher. Glaube ich, top dabei. Okay. Aber sicher ist ja geil, da kannst du jetzt hier Pflanzenfasern holen ohne Ende. Ja. Easy. Und auch ein bisschen Futter für den Vogel, auch geil. Mag die Ruine hier, die sollten wir auf jeden Fall noch zu unserem Ritualsplatz machen, glaube ich. Mit der Jorkgrube und so, das sieht mir schon fett aus. Easy, Pflanzenfasern gefarmt. Lul. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel rausholt. Ich hab mir das ehrlich gesagt noch nicht alles komplett angeguckt, was es überhaupt gibt. Möchtest du die Sichel wieder haben? Also es gibt ja so Sachen, die können wir auf jeden Fall nicht machen. Das ist ja völlig klar. Also zum Beispiel hier Sturmglas, das werden wir eh noch nicht machen können. Edgar? Was denn? Möchtest du die Sichel wieder haben? Ja, gerne. Hast du sie schon aufgehoben? Ach so, halt, weil ich die in der Hand hab. Naja, passiert mal jedes Mal. Hä? Moment. Ah, Buggy.
Sie war fehlerhaft. Aber dann mache ich den Grundstein wirklich vorsichtshalber aus dem finalen Material. Ja, oder, also, genau. Und vor allen Dingen... Webcore, herzlich willkommen, vielen Dank. Willkommen beim Schaman. Das muss ja nicht... jetzt überlege ich, da die Tür oder... Dann nehmen wir das, was uns am Boden am ehesten gefällt. Ach, hier. Und das, was uns am Wänden am ehesten gefällt, ist, was uns am Dach am besten gefällt. So. Ja, und wie sie... Wir brauchen jetzt erstmal, ich glaube 12 Stück. Ja. Ja, aber hier baut sich's gut. Hier ist eine gute Fläche, eine Gerade. Deswegen kannst du hier super bauen. Ah, da sollte die Tür hin. Geht auch relativ fix, wie man sieht. Ich glaube, Bam Bam wollte mir Jen eh noch vorstellen. Es wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, ihr zu erklären, was Glück ist. So, dann brauchen wir wieder 6 von denen hier. So, habe ich alles weggepackt, richtig. Okay, dann lass mal gucken. 18 davon. Und 6 Introvertierte. Eine Treppe noch, aber die kann ich, glaube ich, gerade nicht. Ich überlege, ich glaube, die Dingsbums-Treppe sieht cooler aus. Die... Ah, nee, die hat dieses Skelett. Ah, die hier. Naja, gucken wir mal. Nee, das hat er mir ja gesagt gehabt. Im Game. Ich muss aber schon sagen, das Bausystem ist manchmal sehr anstrengend. Ich überlege gerade, sollen wir ein spitzes Dach machen oder sollen wir dieses abgeschnittene Dach machen? Also jetzt quasi einen Deckel drauf oder soll das oben spitz zusammengehen? Chat, was sagt ihr? Könnt ihr euch aussuchen. Das ist eine gute Idee, Markus. Das ist eine gute Idee. Sie muss ja eigentlich mitspielen. Also was heißt müssen, aber wäre natürlich schon cool. Abgespitzt, spitz. Tippis sind auch spitz. Mach spitz. Oh, ihr wollt alle spitz haben? Gut. Dann kriegt ihr halt spitz. Aber ich glaube, ich mache hier trotzdem die Holztreppe, weil ich die cooler finde. Höp. So, die 6. Es wird wieder ein Akt, die da reinzukriegen. Eieiei. Ich hasse es echt so hart. Das alles ging jetzt so einfach, weißt du? Und das muss jetzt rumzicken. Vielleicht mache ich erstmal oben zu. 6 Stück. Achso, ich muss es gar nicht zumachen. Ich brauche jetzt hier nur... So. Die Wände ringsherum fehlen. Ein Horn drauf. Wie willst du da reinpusten, performen? Wie willst du? Scheiße, ich brauche noch die ganzen Wände. Ich glaube, 18 Wände waren das. Ja, die Wände fehlen. Die Wände hatten das übelst stabil gemacht.
Ah, die Holztreppe gefällt mir besser, dass die Blume hier vorne ist, nervt mich richtig hart. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Torbogen. Eine Tür, ich glaube, nämlich auch die Treibguttür. Swim. Zwirn, Himmelarsch und Zwirn. Aber ach. So, Wände. Wo ist die Nirvi jetzt hin? Ich glaube, sie hat genug gefarmt. Wäre auch nicht, dass sie die ganze Zeit irgendwie die Arbeit macht. Das war gerade ein Schatten. So. Wenn es den nicht stört. Ich meine, ich kann doch noch eine Werkstatt machen, mir ist das egal. Die fliegen Steine rum. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Quark da reinkriegen. Aber ich glaube, jetzt war es stabiler und ja. Ist so krass, nur weil du da jetzt die Wände gesetzt hast, gehen die Dinger rein wie Butter. Raff ich ehrlich gesagt nicht, aber gut, ist mir egal, ob das funktioniert. Aber Tippi bauen kriege ich jetzt im Schlafen. Ihr seht das. Aber ich muss mal auch dazu sagen, an die auf YouTube, die, wenn ihr das nachträglich gucken solltet, ihr habt auch nicht viel verpasst, ehrlich gesagt. So, was brauche ich denn? Warum kann ich denn das nicht craften? Warum sagt denn der nicht genug Ressourcen? Hm? Was brauchen die denn? Oh, ich habe keine Äste mehr. Blum. Vier Stück von denen. Haben wir die vier noch? Ah, fünf von denen. So, und das ist schon fertig. Läuft. Es läuft. Jetzt bauen wir nochmal so ein Ding. Brauche ich auf jeden Fall noch mehr Äste. So, da ist es fertig. In irgendeiner Kiste waren, glaube ich, Wandfackeln. Wo hatte ich denn die Wand? Hier ist eine normale Fackel. Habe ich nicht Wandfackeln mitgenommen? Ah, die haben die anderen wahrscheinlich rausgenommen. Ja, läuft. Passt. So, bevor ich losgehe. Da steht schon mal das erste. Perfekt. Ich mag die Tippis einfach auch. Sieht schon cool aus. Sieht schon so nach Schamane aus. Mal kurz die Ressourcen weg. Die Ranken können wir eigentlich in Igor reinpacken. Samen packe ich auch mal hier rein. Soweit. Huch. Ich habe ein Pferd im Flur, auf dem Flur. Pisi, mach's gut. Was roleplayen die anderen so? Ich weiß nicht, ob das jetzt Meta wäre, aber
Einer macht einen Sklavenhändler zum Beispiel, der andere macht Pirat, Ex-Piraten. Ich würde schon mal gerne mein Zeug jetzt wiederholen, was die anderen hatten quasi. Hallo Pam. Ach du, ich hab die anderen verstanden, hä? Was hat er gesagt? Was wollen Play die anderen so? Hat er doch gefragt. Hä? Nee, wenn ich ein Stück höher gemacht hätte, dann hätte ich nochmal alles abreißen müssen. Ist egal jetzt. Ist egal. So, nicht mehr folgen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Eigentlich müsste ich auch nochmal gehen, die anderen Viecher holen. Also einen Säbelzahn habe ich noch. Hier, das ist doch meins. Definitiv, ich hatte einen Wolf noch. Wobei, nee, das war Bell erst, glaube ich. Gaskugel. Eisentopf. Ja, das war mein Stuff. Das war mein Stuff. Ich suche nämlich auch die Wandfackeln. Hier, das war definitiv alles meins, die ganzen Samen. Ich weiß noch nicht, was Bam Bam seins war. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Oh, guck mal, der hat ein Tigerbaby. Ah, das ist ein... Was? Tigerkadaver? Was ist das denn? Der Kadaver eines Tigers. Begleiter, tot. Das ist definitiv Bam Bam sein Zeug. Glaube ich. Ah. Oh ja, Zäune. Guck mal. Hä, aber wo haben die denn mein Zeug hingepackt dann? Die Alchemiebank und so. Irgendwie finde ich mein Zeug nicht wieder. Verdammt. Was denn? Na, Alchemiebank und den ganzen Quark. War ein Pferd drin, hat leider jemand ausgeräumt. Dann musst du halt hier in den Kisten mal gucken. Ja, ich weiß halt nicht, was davon... bis ganz nach unten, ne? Ich weiß nicht, was Bam Bam sein Zeug ist. Naja, die ganzen großen Kisten, die hier stehen, sind unsere, die wir mitgebracht haben. Glaube ich. Ah, dann ist das hier. Ich glaube nicht, dass er welche hatte. Alles. Fehlt aber immer noch die Alchemiebank. Keine Ahnung. Halt.
Achso, die Wandfackeln wollte ich. Die habe ich doch definitiv mitgenommen, oder? Da. Steht schon wieder Pferd im Haus. Guck mal, die finden immer die Tür. Das ist krass. Jetzt steht sie hier draußen auf einmal. Könnte sein, Nicole, aber ist mir jetzt auch egal. Mal runter. Ja. Könnte sein. Die hätte ich halt gleich da mitgenommen, aber ja. Eigentlich ist der Vogel besser eigentlich. Kommst du leichter ins Inventar, fällt mir gerade auf. So weit rüber wollen die bauen? Frage mich gerade warum. Naja, sollen sie machen. Ah geil, guck mal da jetzt noch ein Tippi hin. Das sieht nice aus dann. Hier so Totenköpfe und sowas. Lol, war doch da. Mist, ich müsste das nochmal abnehmen eigentlich, die Standfackel. Perfekt, hat er genommen. Das irritiert mich sonst, das muss auf gleicher Höhe sein. Circa in der Mitte von den Eisenstreben. Dass wir das hier nicht ranmachen können, das haben wir ja schon festgestellt. So, jetzt sortieren wir mal schnell hier. Und zwar die ganzen Aufstellsachen. Ja, das ist nice hier. Auch hier, guck mal, das gibt die Gefäße und so. Das macht mega was her dann, wenn das alles hier rumsteht. Irgendwo Deko. Ich glaube nicht, der Rest kommt hier rein. Lagerfeuer werden wir gleich mal hinstellen. Ist alles hier so Zeug Medikamente wollte ich gerade sagen. So. Wo sind die Bauteile noch? Das Feuer. Das würde ich jetzt erstmal hier. Oh, scheiße, das Pferd folgt noch. Jetzt hängt das Pferd mega fest. Jetzt ist es draußen. Fall nicht noch runter, was machst du denn? Hallo Molly, hä, du hast doch schon mal gefollowt, dachte ich. Und Lollikiller, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. So, die Standfackeln sollte ich aber trotzdem mal lernen. Ich werde eh den ganzen Deko-Scheiß lernen. Hier, da sind die dabei, fertig, puff. Oh ja, hier. Ah, das ist nur der? Gibt's da nicht coolere?
So. Dann würde ich sagen. Haben wir jetzt erstmal alles soweit sortiert und so weiter, dann lass uns mal hier weiter craften. Na, 500 mit. Steine. Die Säulen. Das brauchen wir und den Hammer brauchen wir. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das andere Tippi hinstellen. Mal kurz gucken hier. Wenn man jetzt hier hochkommt. Saminea, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Follow. Wenn man jetzt hier kommt. Ah, ein bisschen weiter hinter würde ich stellen. Versetzt. Hier hin. Dass man hier noch durchgehen kann. Ja, finde ich gut. Oh, hier ist eine riesengroße Pflanze. Ja, hier würde ich es hinstellen. Dann blockieren wir zwar den Spawn von dem. Von dem Strauch, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. So, ja, hier hin. Definitiv. Und da die Joggrube. Das passt. Hier hin. Ja. Eine davon. Davon. 26 kann man machen. So, das craftet jetzt mal schnell, Leute. Ich gehe mal ganz schnell Pipi machen. Und was in den Kühlschrank stellen. Hab ich nämlich noch nicht gemacht. Ich lasse euch das Bild hier. Was ist denn jetzt passiert? Was war denn jetzt? Was hat mich... Hä? Hab ich Durst, Hunger gehabt oder was war? Wieder kam eine Echse hoch. Geil. Haben wir jetzt hier wenigstens noch ein Pferd irgendwo? Da wisst ihr was, dann kann ich die gleich mitnehmen. Und das. Ja, zum Glück habe ich, Alter, zum Glück habe ich das Bett hier noch nicht abgerissen. Guck mal, hier sind auch noch lauter Materialien. Das brauche ich eh, das brauche ich eh. Aber die Samen eigentlich nicht. Verband, Pflanze, das Teil. Ehrlich, dann kann ich hier die mitnehmen. Warum will er denn immer das Schrägdach? Ja. Wollte die ja auch noch mitnehmen, aber
Die macht er irgendwie nicht. Da, da macht er mal Steinmauer. Ah. Jetzt habe ich sie. Nee, Steintürrahmen. Ich meine, ich wollte eh nochmal die Strecke laufen, aber... Guck mal, die kriegst du echt nicht eingepackt hier. So, da ist noch mein Teaser, weil den muss ich noch mitnehmen. Da kann man mal ein bisschen Zeug reinpacken. Also es ist scheiße, ja, aber es ist wiederum, wollte ich eh laufen. Die Kacke ist nur... ich habe kein Reittier mehr hier. Mal kurz gucken. Das war die Alchemiebank. Muss man noch irgendwas mitnehmen? Piktischer Bogen. Habe ich wenigstens mal einen. Trockner, ist eh nichts drin. Das war jetzt dumm. Ich hätte das Bett auch schon stellen sollen. Naja. Okay, dann müssen wir jetzt zu Fuß laufen. Geht nicht anders. Oh, ist der Vogel auch gestorben? Scheiße. Ja, ich habe ja noch einen Ersatz. Ich weiß schon, warum ich noch einen Ersatzvogel hatte. Naja, so ist das. So, Folgen. Jetzt gucken wir mal nach Taktik. Muss man wieder einstellen. Verhalten. Distanz. Low. Verhalten. Nichts angreifen. Taktik. Fernkampf bevorzugen. So. Tja, was soll ich machen, Leute? Jetzt müssen wir da hinrennen. Oh, dann nicht, dass der das Pferd auch jetzt tötet. Oh, Pferd wäre schade. Oh, hier ist noch ein Pferd, aber ich habe keinen Sattel. Hier ist noch ein Pferd. Na gut, nehme ich trotzdem mit. Ärgerlich. Ich habe ja auch noch einen Ersatz. Ersatzvogel habe ich ja noch, aber... Boah, ist so weit. Ist so weit von da nach da. Das Essen könnte problematisch werden. Alter, wo ist denn der jetzt? Hä? Was ist denn das Vieh? Da. Du Ersatzvogel. Ah, ärgerlich. Genau, als ich auf Toilette war auch noch. Na gut, da hoch. Zum Fluss. Und immer den Fluss lang. Es ging eigentlich. Auf Tieren ging es schön schnell. Zu Fuß ist natürlich... Jetzt wird er da hinten angegriffen. Aber der kriegt, glaube ich, immer keinen Schaden. Ah, ärgerlich. Das war jetzt echt ärgerlich. Gebe ich zu. Aber wer kann denn das ahnen? Gut, ich hätte mich ins Haus stellen können, aber...
So, einmal da hoch, wa? Da lang, dann irgendwie hier lang und dann hier waren wir den Fluss lang. Irgendwie so war das. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier sind wir doch lang, oder? Den Weg da? Wo sind wir lang? Ja, ich glaube hier lang. Oder? Ja. Dario, Alter, 4 Monate Resub. Dankeschön, Digi. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, hier sind wir lang, definitiv. Ach, ärgerlich! Hoffentlich ist das Pferd nicht tot, aber es steht da auch auf, die angreifen. Obwohl, das Pferd rennt meistens weg. Pferd rennt doch immer weg. So, hier lang. Das war, glaube ich, richtig. Jetzt da rum. Ich glaube, wir sind noch richtig, oder? Sieht zumindest richtig aus. Ja, hier ist doch der Fluss. Obwohl, das hier sieht, glaube ich. Ist das hier richtig? Hä, hey, guck mal. Mein Wasser an. Ich hab einen Wasserbug. Scheiße, ich bin falsch, glaube ich. Ich kann gerade nicht gucken wegen den Viechern. Dario, Alter, dankeschön. War schon mega lange nicht online. Was machen Sachen? Roleplay machen Sachen. Okay, die sind weg. Ah doch. Jetzt nur noch dem Fluss folgen. Ich hab einen Flüssigkeitsbug. Ah, hier sind die Tierhändler, glaube ich. Oh, jetzt definitiv schnell ein neues Bett setzen oder einen Schlafsack oder so. Ah, die haben lauter Jaguare, Pumas. Pumasse. Hallo. Hallo. Ah, ihr schon wieder. Mir ist leider ein kleines Missgeschick passiert und jetzt muss ich den ganzen Weg aus dem Dschungel wieder hierher laufen. Aber nun ja. Oh. Nun ja. Ein schönes Tier, eine feine Katze. Danke, danke. Wie läuft die Zucht? Sehr gut. Sehr wir haben gerade eben unseren ersten richtig starken Panther bekommen. Oha. Wenn ich einmal hier bin, ich bin zwar halb nackt, aber ich würde mir gerne mal euer Angebot anschauen. Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Lass den mal hier stehen. Also, wie Sie sehen können, sehr, sehr viele Panther gibt es natürlich hier, weit und breit. Ja. Aktuell ziehen wir auch Pferde auf. Okay. Wo man natürlich auch einen Sattel mitnehmen könnte, damit man die direkt reiten kann.
In wenigen Minuten werden wir hier drin zwei Elefanten und ein Rhinoceros haben. Okay, welche Eigenschaften haben denn eure Tiere? Grundsätzlich sehr tödlich und sehr wild. Aber wenn man selber quasi da ein bisschen Hand anlegt, dann keuchen sie einem wie, als hätte man sie von Anfang an gehabt. Okay. Macht ihr eure Züchtung eher auf Stärke oder eher mehr auf Resistenz? Grundsätzlich so eine Mischung. Aber wir wollen eigentlich eher, dass die Tiere sehr stark sind, vor allem. Wow, also kriegen sie gutes dann Futter bei euch? Ja, absolut, absolut. Nur das Beste eigentlich. Oha, der Turm. Krass. Wir gehen auch immer extra in den Dschungel und töten nur die fettreichsten Tiere, damit wir Premium-Fleisch bekommen können. Ah, das hört sich gut an. Was kostet denn so ein Tier bei euch, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Elefanten möchte? So einen richtig festen Preis haben wir eigentlich gar nicht. Wir arbeiten gerne über einen Tauschhandel. Das heißt, wir würden ihnen Elefanten geben und sie würden uns vielleicht etwas im Gegenzug geben, worin sie spezialisiert sind. Wir nehmen auch gerne Waffen, irgendwelche Kleidung, Stücke oder Ausrüstung. Ihr hattet vorhin gesagt, dass ihr vorhabt, euch noch Vögel zu holen. Habt ihr denn schon viel Gold? Haben wir viel Gold aktuell? Goldmünzen. Noch nicht so viel, nein. Vielleicht wäre das ein Tausch. Das hört sich gut an. Ja, fände ich gut. Da stehen sie sogar schon. Ah, perfekt. Gerade frisch geschlüpft. Ja. Ich würde es bevorzugen, wenn sie quasi eingepackt bleiben. Ja, das kann ich verstehen. Das wäre kein Problem. Ja, das ist so, liefern wir generell. Unbenutzt und ganz frisch. Die Frage wäre, wie viel Gold möchtet ihr für einen Elefanten haben? Also wir sind ehrlich, wir sind nicht so bewandert mit dem Wert von Gold. Ja, es ist sehr selten. Vielleicht Preis vorschlagen, den sie fair vielleicht finden würden. Vielleicht können wir es, ja, fair wäre meiner Meinung nach, wenn ihr einen Vogel möchtet, dass wir vielleicht tauschen. Ich gebe euch 10 Goldmünzen, so teuer ist nämlich ein Vogelei. Und dafür würde ich gerne einen Elefanten haben. Das klingt nach einem fairen Tausch. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay, ich müsste natürlich jetzt erstmal zu meiner Hütte das Gold holen. Ich weiß nicht, ob ihr den reservieren wollt oder ob ich euch später das Gold rumbringen soll. Wir reservieren den so lange, ja. Genau, wir haben keine Eile, was das angeht. Okay, super. Dann würde ich kurz nach Hause gehen. Wir wohnen ja hier um die Ecke jetzt. Mhm. Und dann komme ich gleich wieder. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank, bis gleich. Ja, finde ich fair. Leute, ich wollte mir eh einen Elefanten holen. Ich habe da nämlich einen geilen Skin. Hab da nämlich einen geilen Skin für. Falschen. Mit wem den Lendenschutz? Naja, klar. Guck mal, bin ich ja fast zu Hause. Drück mal die Daumen, dass das Pferd überlebt hat. Aber was war denn jetzt mit meinem... Warum hatte ich ein Buff, was Getränke angeht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich finde das fair, oder? 10 Gold? Also quasi ein Vogel für einen Elefanten. Ist in Ordnung. Brauche ich den nicht ausbrüten. So, da oben steht mein Tipi schon. Guck mal. Perfekt. Finde ich auch für den Preis.
So, wir sind wieder zu Hause. Das Pferd überlebt hat. Das hätten die anderen beiden doch auf jeden Fall gesehen, oder? Bell und... Ah, es lebt noch. Ah, der Vogel lebt auch noch. Habt ihr nicht gesagt, der Vogel ist tot? Chat, was mit euch? Ich hab mich gerade verkackeiert. Ich hatte übelste Panik. Das könnt ihr nicht machen. So, ich hatte auf jeden Fall auch ein Bett irgendwo. Wieso habe ich denn hier noch ein Pferd? Achso, ja, habe ich ja gerade mitgebracht. So, wir sind auf jeden Fall wieder equipped. Fake News, Alter. Definitiv. Hier, er lebt noch. Aber ihr habt recht. Ich sollte definitiv mal die Dingsbums, komm, bringen wir gleich alles in die Kisten. Wo wäre es da denn? Eddie, oder was? Hat er was gesagt? Ich habe nichts gehört. Wir müssen mal aufpassen. Wo ist mein Lagerfeuer eigentlich? Ah, hier. Haben wir nicht jetzt mittlerweile? Ja, hier ist Fleisch. Schmackhaftes Fleisch. Ah, hier ist noch Gutes. Nichts zum Abbrennen. Holz. Was habe ich hier noch drin? Ah, hier, guck mal. Da schnecke ich mir was ab. Der braucht nicht so viel. Holz haben wir auch. Tür. So, dann ist der wieder leer. Und dann können wir hier nämlich Puff und nicht alles. Definitiv nicht alles. Aber wisst ihr was? Muss echt mal mit dem ein bisschen umgucken hier, wie ich das gestalten möchte. So, wenn man hier kommt, ist das schon ganz cool, wenn, glaube ich, hier so eine... Hä? Ich habe da das abgerissen. Wollte eigentlich jetzt hier so das... Ah, da guckt ja das Gras echt durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd an dem Spiel, muss man leider so sagen. Muss ich das irgendwo hinstellen, wo hier... Hm. Mal was ins Haus, scheiß drauf erstmal. Oder mal hier vielleicht. Bisschen schräg, aber komm. Das dahin. Das.
Baumaterialien packe ich gleich in den... in den Dingsbums. Wo habe ich denn jetzt so viel... wo ich mich jetzt abgebaut habe, oder was? Wobei, ich brauche das Zeug zum Blut herstellen. Fleisch kann weg. Wollte ja auch eigentlich zurück zu dem, zu den beiden, den Elefanten holen quasi. Lass mal aus dem Inventar raus. Mal da, gleich heiß da draußen. Gleich heiß da draußen. Der Vogel hat auch nicht viel Leben, dachte, ist hops gegangen. Christi Spinne, 8 Beine am Start. Wie meinst du denn das jetzt?